Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Braunschweig. Ich befinde mich gerade hier auf Tour für den Vortrag Schulter, Rücken, Nacken, was deine Füße damit zu tun haben. Und habe ein bisschen Zeit, ein paar eurer Fragen zu beantworten. Marc fragt nach dem Thema Patellaspitzensyndrom. Was kann man da machen? Er lernt gerade die tiefe Hocke, also Deep Squat, wie man das so schön neudeutsch sagt, und bemerkt, dass er dabei ein bisschen Probleme hat. Patellaspitzensyndrom tritt häufig bei Läufern auf und äußert sich sozusagen in einem schmerzenden Bereich hier unter dem Knie, unter der Patella. Und die Ursache, sagt man, ist in der Regel eine Fehlbelastung der Struktur, eine Überbelastung. Das kann daran liegen, dass du zu viel Tonus auf deiner Quadrizepsgruppe hast, also zu viel Spannung, die dann hier unten wieder dran zieht. Ist aber in meiner Welt auch häufig einfach ein Thema, dass bei den meisten Menschen das Knie und der Fuß nicht genau in einer Linie sind und da faszial manchmal durch einen Zug aus der Po-Muskulatur, dass der Fuß so ein bisschen nach außen dreht und du dadurch in deinem Knie eine leichte Verdrehung hast und da auch die Patellasehne hier irgendwie so ein bisschen falsch belastet wird, in einem Winkel belastet wird, wie es nicht so wirklich gedacht ist. Was du machen solltest, wenn du squattest, ist es grundsätzlich eine gute Geschichte, um die Struktur lang zu machen, aber bitte pass auf, solange du da Schmerzen hast oder etwas merkst, gib deinem Gewebe Zeit, erstmal auszuheilen. Also es macht keinen Sinn, in eine tatsächliche Entzündung oder was immer du dann hast als Schädigung reinzuarbeiten und zu versuchen, in diesem Zustand die Strukturen zu lenken. Also gib dem Gewebe ein bisschen Zeit, gib dem Ganzen ein bisschen Ruhe. Schau, wie du es verursacht hast. Also wenn es übers Laufen kommt, dann musst du das Laufen ein bisschen zurückfahren, vielleicht sogar eine Zeit lang ganz pausieren, oder wenn es über einen anderen Sport gekommen ist, ebenfalls genauso verfahren. Bist du an einem Punkt, wo du im normalen Bewegen nicht mehr merkst, dass du da ein Problem hast, dann solltest du dich tatsächlich deiner Quadrizepsgruppe hier oben widmen. Das heißt, dass du über Übungen, wie du es in dem Geheimnis der Fastenrolle-Programm kennenlernst, mit einer Fastenrolle, mit einem Ball, wie auch immer, an den Strukturen arbeitest, aber eben nicht nur rollst, sondern auch Pin-and-Stretch-Techniken machst und in langsames Unwinding dieser Struktur reingehst. Das heißt nicht einfach stupides Dehnen, sondern ein rein Entspannen dieser Struktur, um es wieder lang zu machen. Wenn du das gemacht hast, sollte sich diese Struktur ein bisschen lenken. Wenn du tatsächlich zu den Menschen gehörst, die einen verdrehten Fuß unten haben, dann kann es erforderlich sein, dass du dich mal in die Hände von einem strukturell arbeitenden Faszienspezialisten begibst, um das Ganze ein bisschen zu begradigen. Wenn da keiner verfügbar ist für dich, dann solltest du einfach gucken, wenn du zum Beispiel deinen Fuß nach außen gedreht hast, dass du ihn mal nach innen rotierst und einfach bemerkst, wo entsteht der Zug. Du wirst wahrscheinlich auf der Innenseite merken, an gewissen Strukturen, Adduktoren, wo auch immer, dass du arbeiten musst, dass du ziehst, dass du deine Muskeln anspannst, und du wirst auf der Außenseite an gewissen Strukturen merken, dass dort eine Dehnspannung entsteht. Dort, wo diese Dehnspannung ist, hast du die Übeltäter gefunden, die dein Knie in die falsche Richtung ziehen, beziehungsweise deinen Fuß in die falsche Richtung ziehen. Und hier solltest du langsam, aber wirklich mit großem Effekt daran arbeiten, dass dieser Zug nachlässt, sodass dein Fuß und dein Knie wieder in dieselbe Richtung schauen. Wenn du dann läufst oder was auch immer du gemacht hast, solltest du ebenfalls darauf achten, dass du an deiner Technik arbeitest. Das heißt, diese Ursache, die das Patellaspitzensyndrom hervorgerufen hat, behebst. Weil es ist tatsächlich leider oft der Irrglaube, dass man denkt, wenn ich das Symptom behandelt habe und das Symptom weg ist, dann ist alles gut und ich kann alles machen wie vorher. Aber du musst dich definitiv darum kümmern, wie hast du es gemacht, wie hast du es geschafft, dass du ein Patellaspitzensyndrom hast. Weil ich kann das nicht, und stell dir vor, du müsstest mir erklären, wie du es geschafft hast, dort ein Problem zu kriegen. Und wenn du das rausgefunden hast, weißt du, wo die Ursache ist, und diese Ursache solltest du beheben. Wenn das alles geschehen ist und du dich komfortabel fühlst mit dem Bereich, kannst du perfekt wieder in den Deep Squat reingehen, wieder weiter damit üben. Und auch da wirst du deiner Patellaspitze hier unten, sozusagen der Sehne, die da unten ist, großen Gefallen tun, wenn du immer mal wieder in eine Längung reingehst. Aber bitte, bitte, bitte sei vorsichtig und arbeite nicht in den Schmerz rein. Selbst wenn es ein leichter Schmerz ist, denn dein Körper gibt dir nicht ohne Grund dieses Signal. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Abonniere diesen Kanal, denn es gibt noch viele, viele andere Videos hier, die dir bestimmt weiterhelfen werden bei allen möglichen Problemen. Tja, in diesem Sinne, ich bereite mich weiter noch ein bisschen vor auf meinen Vortrag hier in Braunschweig und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao. PS. Wenn du Fragen hast, dann schreib deine Fragen doch einfach hier unten in das Video rein und ich beantworte auch deine Fragen mit einem kleinen Video und helfe dir weiter bei funktionalem Bewegen und einem gesunden Körper. Bis dahin, dein Dirk Beckmann.